Also ich bin wie ein Nachbar mit dem Beriswil-Kurt ein bisschen spazieren. Und wir wohnen hier am Tannenhof. Das ist eine Stiftung. Und dann sind wir zum TCS Campingplatz am Neuenburger See gegangen. Das ist 1,5 Kilometer vom Tannenhof entfernt. Und das ist der grösste Campingplatz der Schweiz. Es hat über 1000 Wohnwagen. Und er ist im Winter geschlossen und im Sommer offen. Und er darf noch bis 2024 so weitergeführt werden, wie er besteht. Und Naturschützer haben sich stark gemacht gegen den Campingplatz. Sie haben politische Einsprache erhoben, dass der Campingplatz im Naturschutzgebiet geräumt werden muss. Was ich persönlich sehr schade finde, weil der grosse Campingplatz hat natürlich der Gemeinde ein paar Millionen Steuergelder eingebracht. Und jetzt muss es halt gampeln, den Gurt ein bisschen enger schnallen und mit weniger durchkommen. Weil es hat da nur ein paar Bauern und eben die Stiftung Tannenhof. Und die tun da nicht so viel Steuern abliefern, dass sich da Gampel das Leben in Saus und Braus leisten kann. Und heute sind wir viel gesehen, eine Portion Popfrei gegessen und ein Cola Zero getrunken. Und die haben dort also tatsächlich eine Pizzeria mit Bombenfried und Schnitzel und Kartoffeln, Koteletten und Rostbeef. Es hat so ziemlich alles. Es ist ein gutes Restaurant, ein grosses, neu eingerichtetes. Und dazu gibt es noch Verkaufsladen. Und in 4 Jahren können sie das alles zusammen zutun, das Restaurant, den Campingplatz, nur wegen der Naturschützer, den unterbemittelten Typen und Frauen. Also die Naturschützer sind einfach unterbemittelt. Und zwar alle zusammen, Frauen, Kinder und Männer. Weil der Campingplatz, der hat jetzt kein Leittier etwas zu leiden. Dort waren alle Leute sehr friedlich und es hat sogar eine Security, Bronco-Security, 2 Typen von denen. Und dazu ist noch alles Video überwacht. Also da kann wirklich praktisch nichts passieren. Mit so einer guten Überwachung. Und ich finde es schade, dass jetzt der Campingplatz nur wegen den Naturschützer muss schliessen. Schliesslich war der Campingplatz schon 35 Jahre alt. Und jetzt sollte es plötzlich ein Problem sein gegenüber den Tieren. Es hat schon ein paar Enten und zwischendurch ein Reh und ein Fuchs, der im Naturschutzgebiet oben spazieren. Ich habe schon mal einen Wildzug gesehen. Aber die Tiere die stören sich nicht am Campingplatz, sondern es sind auch anständige Leute, die nicht schnell fahren vom Campingplatz. Es hat einfach Wohnwagen und Zelt. Aber stören tut das Wildnis nicht. Also die Fauna ist genau gleich gut, ob jetzt die Camper jetzt sind oder nicht.